Moin, moin und herzlich willkommen zu meinem nächsten Redstone-Tutorial. Diesmal gibt es ja ein Schienensystem, welches darauf ausgelegt ist, ein besonders großes und weitläufiges Schienennetzwerk ähm, ja, zu kontrollieren sozusagen. Mit diesem System kann man von A nach B fahren und das Wichtige dabei ist, dass es vollkommen automatisch passiert. Das heißt, man kann sich ins Minecart setzen und AFK gehen und kommt dann da an, wo man hin möchte. Es ist ähm, ja sozusagen autonom voneinander. Jede der Weichen hier äh, funktioniert für sich, ohne dass sie mit Redstone verbunden sind. Denn man muss sich jetzt mal vorstellen. Diese Schiene hier geht nicht nur, keine Ahnung, acht Blöcke lang, sondern 2000 Blöcke lang. Daneben Redstone zu bauen, was dieser, Schiene, äh, dieser Weiche hier sagt, was sie tun soll, ja, ist ein bisschen ähm, zu viel und, wie ihr seht, unnötig. Oh, uh, hier habe ich einen kleinen Fehler. Außerdem äh, braucht man keinen zentralen ähm, Ort, um das zu verbinden. Also eine andere Möglichkeit wäre, um so ein großes Schienensystem, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht, ähm, so ein großes Schienensystem zu kontrollieren, einen zentralen Ort zu machen, wo man immer hinfährt, ähm, dann einstellt, wo man hin will, und der schickt dann, dann auf die richtige Strecke. Das wäre ganz schön, ja, Verschwendung, sage ich mal, in Anführungsstrichen, wenn man jetzt ähm, fünf Orte hat, die ein, ein, sagen wir vier. Einer ist da, einer ist da, einer da und einer da. Und die liegen jeweils 1000 Blöcke auseinander. Dann muss man, wenn man dieses Sternsystem hat, erst 1000 Blöcke hier hinfahren und dann 1000 Blöcke in die Richtung fahren, anstatt einfach quer zu fahren. Und das funktioniert halt mit diesem System. Und man kann sich ziemlich leicht denken, dass mit einer Weiche ein beliebig großes äh, Netzwerk aufgebaut werden kann. So, wie funktioniert das Ganze? Ihr habt es eben schon so ein bisschen gesehen. Man hat hier ein Minecart. Ach, ich kann das auch von hier machen. Ein Minecart mit einer Truhe. Und in dieses Minecart tue ich äh, Blöcke rein. Die Blöcke sind hier gekennzeichnet. Ähm, an dieser Weiche heißt der schwarze Block nach rechts und der weiße Block nach links. In diesem Fall ist der schwarze Block geradeaus fahren also er fährt eigentlich nur rechts hier rum das ist das wichtige was man sich dabei merken muss und so ist jede jede dieser Weichen gekennzeichnet hier ist der Dirt Block nach links und der, äh, der, der Stone Block nach rechts dementsprechend hat jede jede Weiche ihre eigenen Blöcke und ich kann jetzt einstellen wie das ganze fahren soll ähm, was können wir denn mal machen ich möchte das Minecart dahin haben jetzt könnte ich natürlich einfach hier weiß Machen und hierüber fahren. Das wäre ein bisschen zu einfach. Dementsprechend biegen wir hier rechts ab. Ich nehme das mal weg. Dann biegen wir hier links ab. Hier wieder links ab. Und hier biegen wir rechts ab. Gut, dann packe ich die jetzt der Reihenfolge nach in das Minecart. Und ihr könnt euch sicher schon denken, also letztendlich ist die Reihenfolge noch, war Reihenfolge noch nicht mal interessant. Aber ich mache das jetzt einfach mal hier ja, der Reihenfolge nach. Könnt ihr könnt euch sicherlich schon denken, wie das passiert. Hier zwischen den Weichen sind äh, Sortieranlagen und die ziehen die wichtige Information für sich hier heraus. Deswegen weiß die Schaltung sozusagen, hier will ich nach links, weil ein grüner Block darin ist, oder hier will ich nach rechts, weil ein gelber Block darin ist. Das ist das ganze Prinzip. Ähm, jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie ich jetzt hinterher komme. Ganz einfach, ich setze mich selber in einen Minecart und fahre diese Strecke jetzt ab. Weil das erste Minecart. Sekunde. Das erste Minecart hat jetzt die Strecke sozusagen für mich vorgeebnet. Und ähm, ich kann sie jetzt ganz einfach AFK vollkommen ohne etwas zu tun abfahren und komme an meinem Zielort raus. Ihr seht, so und fertig. Man muss natürlich einen äh, Bahnhof bauen, der damit klarkommt, dass zwei Minecarts ankommen, aber das ist letztendlich nicht allzu dramatisch. Und hier geht es jetzt speziell nur um diese Weiche. Da drüben habe ich sie nochmal aufgebaut und daran erkläre ich euch das Ganze jetzt. Bei dieser einzelnen Weiche habe ich es so gemacht, dass ich. Nicht immer, also hier, hier, die könnte man genauso bauen mit zwei Items. Hier habe ich für jede Richtung einen anderen Block genommen. Wenn man nachher ein großes System baut, dann sollte man das so bauen wie da hinten. Aber wenn ihr euch das anguckt, kann ich mir vorstellen, dass es so einfacher ist, weil ihr genau zuordnen könnt, welche äh, Seite jetzt für welchen Hopper zuständig ist. Das grundlegende Prinzip habe ich ja eben schon erwähnt. Wir haben hier zwei einfache Sortieranlagen mit einem Hopper, der gegen diesen Stein guckt, sozusagen, und einem Ho Hopper, der in eine Truhe führt. Dann einen Comparator, der den oberen Hopper ausliest, mit einer zwei langen Redstone-Spur, die von einem Comparator ähm, ausgelesen wird und an dieses nicht weitergegeben wird, welches unter dem Hopper ist. Ja, ich glaube, das ähm, dürfte euch bekannt sein. Hier oben tut man jetzt die gewünschten Items rein. Das macht man am einfachsten, indem man sich einen halben Stack nimmt, oben alles voll macht und dann in den ersten Slot die restlichen Items reintut. Dann ähm, stellt sich sofort die richtige Zahl ein. Theoretisch, ups, theoretisch sind es 22. Zeige ich euch so, jetzt funktioniert passiert gar nichts. Wenn ich noch ein Item rein tue, bekomme ich ein Signal und äh, das Item wird rausgezogen. Gut, jetzt haben wir ja die ähm, Informationen nach rechts oder links abbiegen. Wenn ich hier einen Stein rein tue, dann biege ich nach rechts ab. Die sind nämlich in diesem Sortierer. Und wenn ich einen ähm, Erdblock rein tue, dann biege ich nach links ab, die sind in diesem Sortierer. Dieses Signal muss ich jetzt ja aber verwerten und das äh, mache ich hier unten mit diesem T-Flip-Flop. Es ist ja so eine Art T-Flip-Flop, er hat letztendlich zwei Einstellungen. Einmal ähm, die Einstellung hier vorne ist ein Item drin und einmal die Einstellung hier vorne ist kein Item drin. Im Moment ist das hier hinten, also wir haben die Einstellung hier vorne ist kein Item drin. Das lesen wir mit diesem Comparator hier aus und geben das Signal hier an unsere Weiche weiter. Je nachdem, wo wir jetzt abbiegen wollen, äh, verändert sich also der Zustand von diesem T-Flip-Flop. Wenn wir jetzt nach rechts abbiegen wollen, ihr seht, im Moment ist es nach links abgebogen, wir wollen aber nach rechts abbiegen. Das heißt, wir bekommen hier ein Signal, welches an dieses nicht geht und diesen Hopper wieder freigibt. Das kann ich mal machen, indem ich jetzt hier einen Stein rein tue. Ihr habt unten gesehen, die Redstone-Fackel ist kurz ausgegangen. Und ja, der, das Item geht dann in den Hopper. Dann haben wir den zweiten Zustand. Dieses nicht geht aus und die Schiene geht wieder in ihre ursprüngliche Position, also nach rechts. Das gleiche passiert auf der anderen Seite, nur dass hier der Comparator in den Dropper zeigt. Und dieser Dropper ähm, gibt das Item dann hier hinten ab und wir erreichen den zweiten ja, Status. Das kann ich auch einmal vorführen. Achtet hier unten auf den Comparator. Ähm, Entschuldigung. Was ist das jetzt? Repeater. Ich, es ist ein Repeater. Ich weiß eben nicht, was ich gesagt habe. Ähm, ja, ein Item rein. Signal kommt. Der zweite Status wird aktiv. Und die Weiche stellt sich richtig. Jetzt haben wir aber nicht nur eine Weiche, sondern zwei Weichen, die wir kontrollieren müssen. Und das sind. Diese Verbindung, diese Orangen hier. Wir müssen ja, wenn wir nach rechts fahren, müssen wir diese Weiche so rumstellen, wie sie jetzt ist. Ich stelle es einmal auf den richtigen Modus ein und biege nochmal rechts ab. So ist jetzt das, was wir haben wollen. Dementsprechend müssen wir diesem Dropper hier sagen, also dieser, diesem T-Flip-Flop sagen, dass wir hier wieder nach rechts abbiegen wollen. Und ja, das passt ganz einfach mit der Verbindung hier zu diesem Nicht. Und auf den anderen Seiten ist es genauso, das passt immer genau, dass man ähm, die einfach miteinander verbindet. Hier aufpassen, dass ihr hier an den Enden auf jeden Fall ähm, Repeater habt, damit das Signal nicht in diesen Block geht und hier was aussortiert wird oder hier hinten was aussortiert wird, was nicht aussortiert werden soll. Ja, das war letztendlich schon die ganze Schaltung, das ganze Prinzip. Eine Sache, da müsst ihr drauf achten. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was die Standardausrichtung der Schienen ist. Das ist auch insofern äh, relativ unwichtig, weil man es ganz schnell austesten kann. Wenn ihr so eine ähm, Schaltung baut, dann kann es sein, dass sich diese Anschlüsse hier genau verkehrt rum befinden. Ich habe hier hinten ähm, das Ganze einfach kopiert. Und bei, jetzt muss ich einmal gucken. Ich glaube, bei dem hier ist es jetzt andersrum. Nee, Sekunde. Gut, ich habe die Schaltung gefunden, um die es geht. Und zwar geht es speziell um diese hier. Und ihr müsst euch einmal merken, dass hier das Signal bei der langen Seite an das nicht angeschlossen ist. Wenn wir jetzt die Schiene, äh, die Weiche hier hinten, als Vergleich nehmen, da ist auf der langen Seite das Ganze an den Dropper angeschlossen mit dem Comparator. Das hat mit der sogenannten Ost-West-Regel zu tun, und zwar wie Schienen sich standardmäßig hinlegen. Da möchte ich eigentlich gar nicht genauer darauf eingehen, weil ich finde es komplizierter dann extra zu gucken, Süd-West, Ost-Nord, wie ist die Schiene standardmäßig, anstatt es schnell auszuprobieren. Denn wenn ihr das hier fertig gebaut habt, dann könnt ihr das Ganze ja mal austesten. Und entweder funktioniert es, so wie es hier standardmäßig gezeigt ist, also dass ähm, meinetwegen nach links der Anschluss erst an den Dropper ist und dann ans Nicht und immer so weiter. Erst Dropper, dann nicht. Ähm, Sekunde. Ja, genau. Das Entschuldigung, ich habe den Faden verloren. Hm, Nochmal. Das kann man halt ähm, ganz einfach austesten. Wir biegen hier jetzt einmal nach rechts ab und ihr habt schon gesehen, das funktioniert. Die Schiene geht nach rechts. Wenn, so wie es halt sein soll. Wenn die Schiene jetzt aber nach links geht bei einem Testlauf, habt, müsst ihr einfach hier diese beiden Blöcke in Richtung Nicht abbauen und hier die Blöcke setzen. Und äh, zum Dropper hin. Und dann können wir hier auch ganz einfach mit. Äh, kann ich euch ganz einfach zeigen, dass es jetzt einfach verkehrt rum ist. Wenn ich jetzt nämlich nach links abbiegen woll möchte und die Magenta-Wolle reinwerfe, ähm, dann. so, Entschuldigung. Ha! Ich dachte ich hätte den Fehler gemacht. Ich muss die andere Seite hier natürlich auch noch ändern. So, jetzt ist es. Jetzt ist es definitiv verkehrt rum. Also, ich habe eben nur eine Seite geändert. Deswegen wäre jetzt bei beiden nach rechts abgebogen. Weil beide natürlich in den Dropper verbunden sind. So, jetzt möchte ich eigentlich nach links abbiegen. Die Schiene geht aber nach rechts. Und hier ist es genau umgekehrt. Ich möchte eigentlich nach rechts abbiegen. Und die Schiene geht nach links. Wie gesagt, das Einfache, was ihr dann machen müsst, ihr... Das umbauen, das was vorher mit dem Repeater zum, ich glaube, ich habe eben wieder Comparator gesagt, egal, mit dem Repeater zum Dropper geht, wieder abbauen und auf der anderen Seite genau umgekehrt, dann funktioniert das Ganze wie gehabt. Hier nach rechts abbiegen, Item rein funktioniert, nach links abbiegen, Item rein funktioniert. Gut, dann hoffe ich, euch hat das Ganze gefallen und ihr könnt es gebrauchen. Das ist jetzt eine Möglichkeit, wie wir es auf dem Pandemonium-Server bauen. Ähm, mal gucken, ob das was wird. Das weiß ich natürlich noch nicht genau. Der World-Download hiervon ist wie immer. Ah, ich habe fast was vergessen. Ähm, ich habe eine Art, also das ist jetzt so eine Art Übersicht. Wenn ihr jetzt hier nach links, also wenn ihr ein riesiges Schienennetz habt, müsst ihr ja irgendwo das ähm, ja, wissen, welche Weiche jetzt wohin führt, und dann könnt ihr das einfach in klein aufbauen. Und natürlich nur schematisch, also das hier können jetzt meinetwegen 2000 Blöcke sein, aber sind hier nur ein paar Schienen. Das Wichtige ist ja nur die Information über die Weichen und dann schreibt ihr euch hier einfach auf, welcher Block euch von wohin führt. Und das Ganze ist dann natürlich immer aus der Richtung, aus der ihr guckt. Wenn ihr von hier kommt, dann ist der Stein nach rechts. Und wenn ihr von hier kommt, ist der Stein geradeaus. Und wenn ihr von hier kommt, ist der Stein in diese Richtung. Gut, jetzt bin ich aber fertig. Habe nichts vergessen. Word Download ist in der Beschreibung. Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da oder einen Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und tschüss.